Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und für mich ist die letzte Aufnahmesession schon einige Zeit her, denn ich hatte eine schwierige Nebenmission, wo man nur gegen so Riesenmonster kämpfen musste. Also alle Gegner waren quasi nur diese Riesenmonster, das war schon echt sehr schwer. Aber es hat dann beim zweiten Versuch geklappt. Ich habe einmal neu gestartet, weil mir eine Einheit, die möglicherweise weggestorben ist. Aber nach meinem zweiten Versuch hat es dann geklappt. War trotzdem sehr schwer. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ich bin jetzt nicht überlevelt. Also sie haben nicht so viele gegeben, aber auch nicht so wenig. Ich wollte jetzt aber mal die Examen machen, weil ich habe gesehen, Bailiff hat Level 20 und kriegt trotzdem noch Erfahrungspunkte. Das heißt, in diesem Fire Emblem gibt es wohl mehr als Level 20. Und jetzt möchte ich mal ausprobieren, ob, wenn ich jetzt jemand, keine Ahnung, hier weiterentwickle, ob er dann schon, ob er dann sein Level behält, ja, oder ob er, noch was mehr braucht. So, und deswegen würde ich jetzt bei ihm zum Beispiel die Primärstufe überspringen, weil hier muss er nichts machen. Was soll er hier machen? Braucht er nicht. Deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel, probiere ich jetzt einfach mal aus, Ferdinand auf Mittelstufe und ich möchte ihn zum Rittermeister machen. Also wird er ein Kavalier. Probieren wir es einfach mal. Ah, die Mucke, ey. Jawoll. Bestanden hat er das sein Examen. Wunderbar. Der ist da drauf. Ja, ein Barartiger kann gar nicht scheitern. Jetzt in die neue Charakterklasse wechseln. Ja. Okay. Da ist jetzt so ein Haken dran. Was heißt das? Wenn ich jetzt die Oberstufe machen wollte, kann ich das aber trotzdem noch machen, schätze ich mal, oder? Er hat sogar, was hat er, wo hat er 75% gehabt? Für den Rittermeister. Aber ich brauche halt ein Oberstufensiegel. Aber das ist, weiß ich nicht. Aber er ist jetzt trotzdem noch Level 19, hat das alles beibehalten. Okay, interessant. Also kann ich schon die direkt dahin machen oder was? So, ich möchte mich selbst, wir müssen ja selbst auch irgendeine Klasse kriegen, würde ich gerne zum Söldner machen, dass wir quasi dann ein Held werden. Weil, ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass wir so eine Lord-Klasse sind oder sowas, aber irgendwie nicht. Wobei, dann kriegen wir hier wahrscheinlich jetzt schon, vielleicht lasse ich mich tatsächlich erstmal noch, weil dann sonst lenken wir uns quasi in so eine Richtung hin, da weiß nicht, ob ich das gut finde. Mache ich ja mal die Typen, wo ich auf jeden Fall weiß, was sie werden sollen. Zum Beispiel Hubert wird auf jeden Fall ein Magier. Jawohl, auf geht's, Hubert. Da kritzelt er auch rum. Da haben wir auch 100% Wahrscheinlichkeit, also... Das war klar. Bestanden. Ich habe bestanden. Na ja, cool, ne? So, jetzt wechseln wir auch. Warum sollte man das nicht machen? Das verstehe ich nicht. Sollte man das nicht machen, aber er kann sich jetzt schon auch nochmal woanders entwickeln, oder? Also ich könnte jetzt auch sagen... Ach so, nur ein Examen pro Tag. Ah, ey, ich hab jetzt schon Schiss bekommen, so von wegen so, was ist das jetzt? Aber, naja, brauchen wir gar nicht. So, also ich entwickle erstmal die Leute mit dem hohen Level, das ist klar. Einfach so. Ja, ich weiß nicht, und, ja... Wird Level 30, ach seht mal. Da brauchen wir Level 5, Level 10, Level 20 oder höher brauchen wir für die Oberstufe. Also wir könnten sogar schon jetzt die Oberstufe machen. Und zwar zum über 0%, okay. Oder auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon weiterentwickeln soll, weil ich weiß halt nicht, er ist halt eigentlich so ein Lord, aber vielleicht gibt es das hier nicht. Also vielleicht ist hier einfach jeder quasi, hat jeder so eine, muss jeder eine Klasse haben. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich lasse ihn erstmal. Also vielleicht kommt es dann noch in der Story oder so. Nicht, dass ich jetzt hier sowas waste. So, sie, hoppsa, mache ich auch direkt hier weiter. Und zwar soll sie ein Ritter werden. Das passt zu ihr. Ich meine, ich finde, das ist eigentlich die Einheit, die einem zu ihr am besten passt. Und das kann sie auch werden. Oder Bandit könnte sie auch werden. Bandit, erstmal so als Königin ist Bandit. Alles klar. Keine Ahnung, was kann man denn später machen als Bandit? Weil Berserker ist auch eine coole Klasse, ne? Ich glaube, die führen alle, ich glaube, die führen beide zu Krieger hin. Okay, dann machen wir sie erstmal zu einer,
Was ist denn der Unterschied? Ich glaube, Ritter haben mehr Verteidigung und Banditen haben mehr Angriff, ne? Ja, Rüstung finde ich gut. Also, machen wir erstmal zum Ritter. Und wir haben auch noch 5 Primärstufensiegel. Die können wir auch noch nutzen, weil die brauchen wir ja sonst auch nicht mehr. Weil ich glaube, da kriegen die Leute bei den Level-Ups auch schon immer Sachen, die sie in die richtige Richtung machen. So, wen haben wir noch alles? Wen möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen hochkriegen? Also in die Mittelstufe bringen. Lennart, wie sieht's aus? Lennart wird mein Priester auf jeden Fall. Ja, nutzt weiße Magie zum Angreifen und Heilen. Sehr schön, Lennart. Sehr cool. So, ich habe jetzt ja kein Siegel mehr. Aber dann müssen wir halt schauen, dass wir nochmal... Ich glaube, die kann man sogar im Shop kaufen. Also angenommen, ich würde jetzt wirklich beide noch machen wollen. Könnte sich das auch. So, was ist sie eigentlich nochmal? Sie ist... Priester. Was ist Priester für eine Klasse? War die auch irgendwo dabei? Ist Priester auch Mittelstufe? Oder was ist Priester? Ja, ist Mittelstufe. Und die hat Level 12 erst. Ja, also sie will ich ja eigentlich eh nicht so wirklich nehmen, weil sie ist auch nicht so stark. Ja, da fehlt mir jetzt das Siegel, ne? Ich würde ihn ja gerne zum Faustkämpfer machen. Dann mit dem Panzer hinten flinke Treffer. Boah, sein Outfit hier. Halb nackt hier. Ich könnte ihn auch dazu machen. Ein starker Kämpfer für die Front. Bandit. Aber nee, ich glaube, ich gehe auf Faustkämpfer. Also, das ist mir, finde ich, schon ganz gut. Was gibt's denn in der Primärstufe? Gibt's denn noch eigentlich gar nichts, oder? Also, da kann man nur so die grundlegende Waffe festlegen. Weil ich fast sagen, ich gehe zum Marktplatz. Und schau mal, ob ich mir ein paar Siegel kaufen kann, ne? Oh, ich habe sogar schon Oberstufensiegel. Das heißt, ich könnte Beilef rein theoretisch schon in die Oberstufe schicken. Ich kaufe hier einfach mal eins. Einfach gekauft. So. Wen wollte ich noch kaufen? Kasper, ja, der hat eh nichts frei. Also dann machen wir erstmal das da. Mittelstufensiegel. Wie viel brauche ich denn noch? Lass mal kurz überlegen. Ich mache jetzt, glaube ich, alle mal hoch. Also 1, 2, 3, 4. 4 Mittelstufensiegel brauche ich. Okay, dann machen wir das einfach mal. Und Truhenschlüssel bringe ich auch noch mal ein paar mehr. Ja, die kann man immer gebrauchen. Die gehen so schnell weg. So, wir haben eh super viel Geld. Also Geld ist gar kein Problem. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach mal die ganzen Quests alle mache. Und auch mal kämpfe und so. Also da kriegt man echt viel Geld. Das ist gar kein Problem. So, jetzt, Examen. Kasper, du wirst mein Faustkämpfer. Oh yeah. Faustkämpfer und auf geht's. Ist richtig geil. Dün, 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 dün. Jawohl. Ich habe auch gesehen, es gibt eine Ultimatsklasse da, also so eine Endklasse quasi, die auch Faustkämpfer ist. Und es ist auch eine neue Klasse, die möchte ich sowieso ein bisschen kennenlernen und so. So, sie wird es auf jeden Fall zu einer Scharfschützin oder Schütze erstmal nur. Und das wird auch cool. Ich bin mal gespannt, weil bei den alten Fire Emblem-Teilen haben die bei Klassenwechsel immer endlos viele Werte dazu bekommen. Irgendwie plus 5, plus 8 oder so eine Scheiße. Und jetzt kriegen die aber, glaube ich, gar keine Werte hinzu. Macht es den dann wirklich stärker oder was bringt es? Also, es muss ja irgendwas bringen. So, ja, jetzt ist die Frage, zu was mache ich sie? Ich meine, Dieb würde passen, aber das Ding ist halt, sie ist halt eigentlich mehr eine Zauberin. Nutzt schwarze Magie, ja, ich weiß nicht, das passt irgendwie auch nicht so. Aber Dieb halt auch nicht. Soll ich das bei Söldnerin machen? Aber nein, eigentlich passt das auch nicht. Sie ist eigentlich ein Dieb, aber ein Dieb mit Magie, das ist das Komische. Ja, aber, na, weiß nicht. Nutzt schwarze Magie, die hat doch gar keine schwarze Magie. Das ist komisch irgendwie. Ich mache erstmal mit Petra weiter, das ist leicht. Die wird einfach zu meinem, Ach, Petra ist dann Söldnerin, oder was?
Schütze, sie kann Schütze machen, okay. Interessant. Sie könnte auch Dieb machen. Also ich will sie halt später. Hier wird sie eine Schwertmeisterin. Hier. Schwertmeister, das soll sie werden. Das ist so das Ziel. Oder gibt es da noch irgendwas? Da gibt es anscheinend noch irgendwas. Was ist das? Tod. Meisterlich mit Schwert und Magie. Totenpriester. Genau, die wird sowas am Ende. Okay, nein, wartet. Ich muss ja erstmal Mittelstufe. Hohe Geschwindigkeit und Behendigkeit. Verfügt über exzellente Stärke und Geschwindigkeit. Ja, eigentlich beides. Beides ist gut. Was ist denn das da unten mit diesem 98? Keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube, wir machen sie zur Söldnerin. Da kriegt sie ein bisschen stärker mal an, so, das passt. Und das ist, glaube ich, am nächsten am Rittermeister. Nicht Rittermeister, sondern am Dings dran, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe Erfolg. Ja, cool. Also ich bin echt mal gespannt, was diese Umwandlung in die andere Klasse jetzt bringt. Ja, alle bis auf mir sind irgendwie schon so gewandelt. Warum kann ich jetzt nicht das machen? Ich habe doch ein Oberstufensiegel. Also, oder braucht man da irgendwas anderes? Vielseitiger Kämpfer mit hoher Gesundheit und unübertroffener Stärke. Das ist das, was hier... was er sein muss. Weil er ist so irgendwie der Allrounder, habe ich das Gefühl. Und soll ich doch ihn jetzt schon... nein. Schon hier irgendwas geben. Was heißt denn das da unten? Ach, ist das diese Gesamtstärke? Warte mal, da gibt es doch immer so einen Wert, oder? Also bei Fire Emblem Awakening hieß es zum Beispiel Macht. Ist aber auch echt blöd, dass da nicht erklärt wird, was das ist. Ist das Potenzial? Was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Aber ich glaube, ich lasse mich. Doch, ich will mich jetzt nicht schon irgendwie festlegen. Und Dorothea lasse ich ja auch erstmal noch. Und dann geht es jetzt los mit der nächsten Mission. Ja, sorry, das hat jetzt vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber ich wollte mir ja wollte es gerne mit euch zusammen machen, natürlich. Das ist ja was Wichtiges, die Entwicklungen, ne? Schauen wir mal, ob das jetzt irgendwas bringt. Weil ich hatte das Gefühl, unsere Gegner bei dem schwarzen Adlerkampf da, bei diesem Ding, ne, waren ja sehr stark und die waren ja schon alle Klassen an sich. Kann natürlich auch daran liegen, dass die einfach an sich stark sind, weil halt, ne? Vielleicht auch nicht. Wir müssen aufbrechen, sofort! Was los? Im Dorf Romaya hat sich die Lage drastisch verändert. Mehr können wir leider nicht mit Sicherheit sagen. Einmal heißt es, dass sich Dorfbewohner gegenseitig umbringen. Dann wieder, dass die Häuser in Flammen stehen. Jedenfalls dürfen wir keine Zeit verlieren. Ach du Scheiße. Hey, töten, töten! Oh nein, Hilfe, Mann! Was zum Teufel? Was ist das für ein grausames Spektakel? Es ist noch viel abstoßender, nein, noch viel schrecklicher, als ich befürchtet hatte. Was zum Teufel ist das hier? Das ist nicht... Ach, Mann, ey, bist behindert. Ich stimme zu. Doch wenn wir nicht umsichtig vorgehen, sorgen wir nur noch mehr Tote. Die Dörfler gehen sich gegenseitig an den Kragen. Wir müssen sie alle einzeln ausschalten, ein nach dem anderen. Ja, leicht sind nicht wie eh und je, nur ein kleiner Fehler. Und zugleich würde einer von ihnen oder von uns dran glauben. Das mag sein, doch wir können auch hier nicht einfach tot und tatlos herumstehen. Ja, ich würde nach Hause. Wir müssen ihnen helfen. Ich warte und habe volle Bereitschaft für deine Befehle. Haltet ein, die Leute dort, sie scheinen all das Chaos zu überwachen. Sie stecken also hinter, beseitigen wir sie und retten alle noch nicht betroffenen Dorfbewohner. Welche Leute denn? Ich habe keine gesehen. Aber die Edelgard wird schon wissen, ne? So, das hier, diese Geister, das ist, glaube ich, für die Online-Sachen. Aber das schauen wir uns, wenn dann, erst am Ende des LPs an. Die Online-Sachen. Genau, ich zeige euch dann gleich auch noch das Level, das jetzt alle haben. Aber das Durchschnittslevel ist jetzt 18. So, was sind wir denn? Einheiten hier. Die kann ich euch gleich zeigen. Ups. Nein, was? So, jetzt... Also wir sind natürlich 20, da sind unsere coolen Werte. Dann sie. Also ich sage 18 ist so das Standardlevel jetzt eigentlich.
Ja, er hier ist auch noch extrem krass bei 19, aber der ist auch extrem stark irgendwie. Der doppelt immer und der geht ab. Hat auch, also der ist echt super hier. Er hat sich auch echt gut gemacht. Also machen sich alle, also sie wird jetzt auch schon stärker. Und ich hoffe mal mit der Klassenentwicklung vielleicht noch mehr. Naja, so Einheiten ist ja klar. Karte. Ach du Scheiße, das sieht wieder stressig aus. Wer ist er denn hier? Thomas? Ach was. Also ich weiß noch, dass er mal angeschuldigt wurde, irgendwie Scheiße zu bauen und es scheint zu stimmen. Wer ist denn hier der Boss von euch? Thomas oder was? Ich glaube, das wird gleich heißen bestimmt so, ja, der gehört eigentlich zu den Gegnern und so. Oder er kommt uns zu Hilfe. Das kann natürlich auch sein. Okay, Gerard, das ist unser cooler Typ. Wobei, wahrscheinlich müssen wir wieder aufpassen, dass nicht viele Leute abkratzen, ne? Oh, nee. Okay, ich sehe eine Truhe, die ich gerne haben möchte. Ich kann aber auch nochmal ganz kurz... Zwei Truhen, eine ist auch noch hier unten. Alle Gegner werden besiegt, Bailiff, Edelgard oder Gerard werden besiegt. Okay, es sind wohl Verbündete. Ja, aber der Typ da, der überlebt doch niemals lange. Ich meine, der ist umzingelt von Feinden, hallo? Was ist das da? Ein Heilfeld oder was? Ja, Heilfeld Plus. Okay, da ist nichts, genau. Ja, ich muss mal kurz schauen. Ich glaube, ich schaue mal zuerst beim Marktplatz kurz vorbei, um die Bataillone wieder aufzudingsen. Die sind nämlich alle ganz schön scheiße wegen dem Kampf gegen diese ganzen Monster, weil da sind die ja ziemlich wichtig, die Strategie. So, und jetzt können wir mal schauen. Also, ich weiß noch genau, er hat jetzt ein paar neue Sachen bekommen, Ring der Göttin und sowas von irgendwelchen Quests. Also, lasst euch nicht wundern, wenn hier neue Sachen da teilweise dabei sind. Er hat eigentlich noch alles ganz gut. Ich wollte nur mal kurz schauen. Ich habe nicht noch ein Silberschwert durch eine Quest bekommen. Das ist sehr stark. Ich hatte Stahlschwert plus im Vergleich 10. Okay, das ist die nächste Waffe nach dem Stahlschwert. Aber er braucht wohl noch ein... Alter, das ist nervig. Ein gewisses Waffenlevel, was er noch nicht hat. Edelgott. Habe ich überhaupt noch irgendeine Axt, die sie... Ja, Teufelsaxt, toll. Die ist halt... Ja, ich meine, die kann schon was helfen. Aber ich glaube, sie kommt so hin, oder? Aber wartet, wie viel Haltbarkeit hat das ganze Zeug? Jo, ist okay. Hubert! Mit seinen ganzen Sachen hier... Ach, Feuer hat er jetzt auch noch bekommen. Okay, das hat er jetzt wahrscheinlich bekommen, einfach von... Weil er... Und Miasma hält doppelt so lange. Das hatte er davor 3 oder so. Morass ist auch viel stärker. Okay. Okay, ich dachte mir jetzt schon fast, dass es sowas in der Art bringen wird. Kann ich ihm nicht auch noch irgendwie ein Eisenschwert geben oder so? Er kann sogar ein Stahlschwert nutzen. Okay, läuft bei ihm. Dorothea, was hat sie denn alles? Hat sie irgendwas Neues bekommen? Nö, sie hat den gleichen Scheiß. Ja, weil sie halt noch nicht entwickelt ist, ja klar. Ja, deswegen, ja, ich weiß halt nicht, aber sie mit den normalen Schwertern ist sie halt, sie macht keinen Schaden, ne? Gut, das Übungsschwert ist auch schwach wie sonst was. Aber angenommen, ich gebe jetzt ein Eisenschwert, wenn ich eins habe. Ich habe keins. Oder ein Stahlschwert, das, ne, wird nicht so viel bringen. So, Lennart hat immer noch 3 Heilung, was ist denn das? Ne, 20, jetzt. Jetzt, sehr schön, alles hat er voll bekommen. Das war das Heilmittel, wo ich geschaut habe, glaube ich. So, was mit ihm? Genau, seine Eisenlanze ist weg, das muss weg. Sein Langspeer ist auch fast am Arsch. Den können wir vielleicht reparieren. Die Sakrallanze ist extrem cool. Die ist nämlich gegen so Zombies und so Zeug. Okay, ich werde ihm seine... Oh, der hat eine Meisterlanze, die braucht er. Ansonsten Schwert. Kann ich auch mal ein paar reparieren, aber... Jo, er hat, glaube ich, ganz gute Sachen. Er braucht... Ja, eigentlich braucht er noch, weiß nicht, Eisenschwert. Eigentlich braucht er noch seine Eisenlanze, mit der ist er nämlich ganz gut, weil er doppelt und sowas. So, hier habe ich auch nichts weiter mit den Fäusten. Oh, doch, Rosthandschuhe, was ist das? Okay, das kann man später verwandeln. Irgendeinen richtig krassen Scheiß. Stein des Wissens. Genau, das ist auch einfach so ein Bonus-Item, das ich in so einer Quest bekommen habe. Das behalten wir einfach mal bei uns. So, sie hat auch noch genügend Zeug. Sie braucht das Eisenschwert.
Oh, die kann Silberschwert nehmen. Geil, da bin ich ja mal gespannt. Und Stahlschwert hat sie leider nicht. Oder sie kann keins. Oder ich kaufe ihr einfach eins oder so. Bei der passt alles gut. Dann muss ich nochmal ganz kurz auf den Marktplatz schauen. Hi, ja, hi. Zuerst mal zur Schmiede reparieren. Dann gibt es so ein paar Sachen, die ich gerne reparieren möchte. Und zwar, wo ist es denn? Das Eisenschwert. Gib das einfach mal wieder. Ja, ist eine nice Bunch. Das ist genau der gleiche Sound wie aus Fire Emblem Warriors. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sehr schön. Gut, ich werde Schöpfers. Ich habe jetzt genau ein so Material habe ich jetzt bekommen. Ich glaube von der letzten Mission sogar. Wir brauchen halt zwei. Aber das ist ganz gut. Also ich werde damit werde ich eh sehr sparsam dann umgehen. Das habe ich davor vielleicht ein bisschen zu viel benutzt. Okay, sehr schön. So, dann habe ich gesagt, wer kriegt was? Petra wollte ich irgendwas kaufen, glaube ich. Ich meine, es war ein Stahlschwert, wenn sie eins haben. Ja, haben sie. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir aber auch erstmal alles. Come back, ja. Ich komme irgendwann noch wieder. Jetzt nicht, aber irgendwann. Und Ferdinand. Ah, sein Langspeer. Sein Langspeer. Das ist wichtig. Ich hoffe, ich habe Materialien dafür. Aber warum nicht, ne? Ich hoffe einfach mal, weil der Langspeer, der ist cool. Ja, locker. Wunderbar, weil damit kann er sich eben schön auf Distanzen wehren und so. So, Karte, ich denke aber, eigentlich sind diese Anordnungen ganz sinnvoll oder auch nicht. Ah, stimmt, jetzt dieser Rittertyp, der kann sich jetzt auch richtig bewegen und so. Ja, das ist schon cool. Ich denke, es hat sich schon gelohnt, die ganzen Entwicklungen. Ja, Bewegung 5, 7, ja, das ist schon cool. Oh, also hier, jip, voll fett. Da kriegt sie endlich mal Verteidigung, oder? Oh, sie hat ja schon richtig viel. Krass. Okay, ich denke, das ist okay. Jubi, tausche ich vielleicht mal gegen ihn. Ja, ich bin zufrieden. Ich würde sagen, wir machen dann weiter. Aber erst im nächsten Part, denke ich. Ja, es ist eine Zeit. War jetzt noch nicht so viel. Wir haben jetzt aber Entwicklungen gemacht. Klassenwechsel und so. Ist auch ziemlich cool. Und dann geht's das nächste Mal weiter, wenn wir hier mit dem Kampf starten werden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.